Wo geht's denn da zur Madonna, bitte? Dieses unsägliche Spektakel ist zu Ende. Ich ersuche Sie, das Gelände zu verlassen. Da wir diese unglückselige Madonnengeschichte nun hinter uns haben, sobald heute die Zeitungen gelesen werden, können wir uns endlich wieder alle auf unsere eigentlichen Aufgaben konzentrieren und uns auf Ingrids Weihen freuen und alles vorbereiten. Ja, und dann hat mich eine Frau Dornfelder angesprochen, ob wir bei der diesjährigen Wohltätigkeitsveranstaltung teilnehmen wollen. Kennt ihr die? Natürlich. Das hat ja schon Tradition bei uns. Was haltet ihr davon, wenn wir mit meiner Stepptanztruppe was einstudieren? Wir alle zusammen. Also ich fände das toll. Steppen. Mhm. Ich? Ja. Ich glaube, die Mutter würde uns das nicht erlauben, so wie sie gelaunt ist in letzter Zeit. Wieso nicht? Es ist doch alles wieder in Ordnung. Und was meinst du, Gina? Die böse Tante ist da! Was? Sie meint die Mutter Oberin? Hm. Oh Gott. Hund! Oh. Aus! Ach, entschuldigen Sie, Mutter, aber das macht ihr sonst nie. Und wir konnten ja nicht ahnen, dass Sie schon zu so früher Stunde hierher kommen. Wenn ich dieses Tier hier noch einmal antreffe. Lassen wir das, es gibt Wichtigeres. Wenn ich Sie am Telefon richtig verstanden habe, dann hat Herr Wöller diese Madonnenerscheinung im Wald selbst inszeniert? Inszeniert trifft nicht ganz den Kern der Sache. Er hat es bewusst nicht aufgeklärt. Erfassung der Zielgeschwindigkeit. Ein Ziel kann alles sein, was sich schneller als 10 Kilometer bewegt. Na, für die Erfassung der Zielgeschwindigkeit. Oh. Und drittens sollten Sie Herrn Wöller zu verstehen geben, dass wir bereit sind, die näheren Umstände seines Madonnen-Etikettenschwindels für uns zu behalten, wenn er... Entschuldigen Sie, wenn ich da unterbreche, aber dazu ist es leider zu spät. Ich habe das gestern Nacht alles an Frau Berger vom Lokalanzeiger weitergegeben. Ach nein. Ja, aber Sie wollten doch, dass ich alles tue, um diesen Zirkus zu beenden. Das waren exakt Ihre Worte. Schwester Hanna, Sie tun doch sonst auch nie, was ich sage. Ich konnte doch nicht ahnen, dass sich Herr Wöller uns praktisch ans Messer liefert mit dieser Schildbürger Posse. Verzeihung, Mutter. Der Herr würde gerne Schwester Hanna sprechen. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich will Sie auch nicht lange aufhalten. Mein Name ist Kröttel und ich... Guten Tag, Herr Kröttel, aber ich bin nicht Schwester Hanna. Oh, Entschuldigung. Ja, es tut mir leid, ich bin gerade in einer wichtigen Besprechung mit unserer Mutter Oberin. Ich brauche auch nur 10 Minuten. Es ist dringend. Tja, Mutter, können wir kurz unterbrechen? Ja gut, 10 Minuten. Und laufen Sie nicht weg. Sie müssen im Gemeinderat anwesend sein, wenn das Madonnenfiasko dort verhandelt wird. Ich bin im Büro. Gerichtsvollzieher? Ja, aber keine Angst, ich bin nicht ihretwegen hier. Es handelt sich um die Mutter eines ihrer Tanzschüler, die Frau Onasch. Ach, ich dachte, die Familie ist eher betucht. Ist ihr Mann nicht irgendein hohes Tier? Er war Mitinhaber eines kleinen Unternehmens und ist vor einem Dreivierteljahr gestorben. Und, naja, ich bin kein Psychologe und es ist auch eigentlich nicht mein Job. Aber sie lässt nicht mit sich reden. Wie meinen Sie das? Seit dem Tod ihres Mannes hat sie sich hoch verschuldet. Und jetzt auch noch einen nagelneuen Wagen gekauft. Kann sie den nicht zurückgeben? Erstens will sie nicht.
Und zweitens hat sie ihn im Autohaus Wöller gekauft. Halt! Kein Schritt weiter, Herr Wöller! Machen Sie hier keinen Aufstand. Ich mache gleich was ganz anderes. Nämlich Sie verantwortlich für grobe Fahrlässigkeit im Straßenverkehr. Das waren mindestens 100, mit denen Sie durch meine Verkehrskontrolle geglüht sind. Sie werden mich gleich auf 180 erleben, wenn Sie mich nicht in Ruhe lassen. Das ist ein Notfall, Herr Meier. Da, Frau Dr. Wohlschlegel. Und ich bin Ihr Patient. Und jetzt gehen Sie mir aus dem Weg. Patient? Bei der Wohlschlegel? Wie soll ich denn das verstehen? Haben wir jetzt auch noch einen Dachschaden? Wir ziehen die Frage zurück. Guten Tag. Guten Tag. Da können Sie jetzt nicht rein, da ist noch jemand drin. Mhm. Entschuldigen Sie aber. Herr Wöller, du spinnst wohl. Ja, was machst du denn hier? Wenn du nur ein Sterbenswörtchen zu irgendjemandem sagst, dass ich hier, dann... Es reicht es mir endgültig mit Ihnen, Herr Wöller. Ab sofort haben Sie Hausverbot bei mir. Ja, ich brauche noch von den Pillen, die Sie mir verschrieben haben. Verschrieben? Gestohlen haben Sie sie mir. Also Schluss. Ja, aber die Pillen haben geholfen, Frau Doktor. So unbeschwert und so glücklich habe ich mich seit meiner Kindheit nicht mehr gefühlt. Und ohne Nachschub stürzt die Katastrophe über mich herein. Ihre sogenannten Katastrophen haben Sie sich selbst gestrickt. Also verschonen Sie mich. Entschuldigen Sie. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Wöller. Jetzt nicht, Frau Laban. Bitte nicht, Herr Meier. Aber was ist denn mit Ihnen? So kenne ich Sie ja gar nicht. Und dass Sie zu einem Irrenarzt gehen. Psychotherapeuten, meine ich natürlich. Das ist heutzutage in der besseren Gesellschaft, zu der Sie nicht gehören, üblich. Und wenn Sie ein bisschen Geduld haben, dann erleben Sie gleich einen Hermann Huber hier rausstapfen. Sparen Sie sich jeglichen Kommentar. Trude, du glaubst es nicht. Frau Laban, bevor Sie mich mit allen möglichen Unannehmlichkeiten zuschütten, sagen Sie alle Termine für heute. Ausgeschlossen. Im Sitzungssaal warten alle auf Sie. Und Ihre Telefonterminliste ist mittlerweile so lang wie der Sonnenuntergang an der Adria im Hochsommer. Was erwarten Sie da an diesem Desaster? Trotzdem, ich bin einfach nicht in der Verfassung. Ich bin eigentlich nur gekommen, um mein Rücktrittsgesuch zu schreiben, um dann in einem schmucklosen Seniorenstift einem hoffentlich schnellen und schmerzlosen Ende entgegenzudämmern. Wenn Sie glauben, dass ich auch nur einen Funken Mitleid mit Ihnen habe, dann haben Sie sich geschnitten. Die Madonna von Kaltental. Und Sie haben die ganze Zeit gewusst, dass es nur die Manuela Ambruster war. Papalapap. Herr Wöller, ich weiß, der Augenblick ist zwar etwas ungünstig gewählt, aber unsere Wohltätigkeitsgala ist in einer Woche und Sie haben auf meine diversen Anschreiben nicht reagiert. Tja, und was tut jeder vernünftige Mensch, wenn jemand auf diverse Anschreiben nicht reagiert? Er denkt sich seinen Teil. Zum Beispiel, dass der Betroffene keine Lust hat oder keine Zeit hat, ja? Aber unsere liebe Frau Dornfelder kommt natürlich nicht auf die Idee und rennt mir stattdessen die Bude ein. Aber das sagen Sie doch jedes Jahr und dann wird es doch immer ein Riesenerfolg. Frau Dornfelder, ich habe Ihnen doch gesagt, er ist heute nicht ansprechbar. Aber lassen Sie, ich mache das schon. Aber ich muss doch noch die Plakate drucken. Was soll ich denn da draufschreiben? Ja, ein prominenter Überraschungsgast. So, und jetzt bitte, Frau Dornfelder. Katzenjammer, wie? Tja. Ohne die Happy-Macher, die Sie der Frau Dr. Wohlschlegel geklaut haben, sieht die Welt nicht mehr ganz so rosig aus, hm? Willkommen auf der Erde.
würde ja selbst mit hochkommen, aber das fällt auf. Also, Schwester, im Dienst der guten Sache. Lassen Sie mich nur machen. Vertrauen Sie mir. Ich besorge uns inzwischen ein paar Butterbrezeln. Ich kann nur sagen, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich bin nie auf diesen faulen Zauber reingefallen. Ach ja. Warum hast du dann deine Mutter bei der Madonna abgeliefert? Bei Nacht und Nebel. Ja, du kennst doch meine Mutter. Willkommen zum Schlachtfest. Holt eure Messer raus und eure Hackebeilchen und macht Frikassee aus mir. Mir kommen die Tränen. Jetzt spielt er das Opferlamm. Lasst euch bloß nicht schon wieder von ihm einseifen. Ist dir eigentlich klar, was du da mit uns gemacht hast? Ja, das ist mir klar. Ich habe euch alle und die halbe Welt dem Glauben näher gebracht. Was? Ja, dem Glauben nämlich, dass es mehr gibt als das, was unser rationaler Verstand wahrhaben will. So verrückt es klingt. Eine tiefe Sehnsucht, in dem modernen und ach so aufgeklärten Menschen ausgelöst, eine Sehnsucht nämlich, dass es da draußen mehr gibt und etwas Größeres gibt als nur dieses bundesrepublikanische Einerlei und diese tägliche Plackerei. Und das für 2 Millionen aus der Gemeindekasse. Und die 1 Million vom Land nicht zu vergessen, die irgendwann von uns wieder zurückhaben wollen. Ganz zu schweigen von den Unterhaltskosten für das Kloster und deiner großzügigen Geste, die Nonnen dort mietfrei schalten und walten zu lassen. Gib's doch zu. Du hast das Kloster den Nonnen doch nur abgeluchst, weil du diese Madonnennummer in petto hattest. Also, machen wir es kurz. Wenn ihr mich schon auf dem Marktplatz, auf dem Scheiterhaufen verbrennen wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen. Aber dann seid ihr auch alle weg vom Fenster. Das ist euch doch hoffentlich klar. Guten Tag. Ja, was machen Sie denn hier? Stellen Sie sich vor, mich und meine Mitschwestern interessiert auch, wie es jetzt weitergehen soll. Durch diese ganze Geschichte sind uns Kosten und Ärger entstanden. Unser ganzer Betrieb war lahmgelegt. Ja, das können Sie ja gerne schriftlich einreichen. In 4 Durchschlägen, wenn Sie wollen. Aber das hier ist eine nicht öffentliche Veranstaltung. Ich darf doch sehr bitten, ne? Meine Damen und Herren, wenn Sie ehrlich sind, wäre Ihnen doch nichts lieber, als das Kloster wieder loszuwerden. Nach dieser Blamage erst recht. Aber ich glaube, ich spinne. Nein! Jetzt lass die Schwester doch ausreden, Wolfgang. An deiner Stelle würde ich mucksmäuschenstill sein. Bitte, Schwester, was schlagen Sie vor? Danke, Herr Lehmann. Wollen wir uns setzen? Also, jedenfalls, die Bombe ist geplatzt. Und wenn wir unsere Karten richtig ausspielen, dann ist der Wöller die längste Zeit Bürgermeister gewesen. Wie bitte? Eine Butterbrezel. Also, was halten Sie von meinem Vorschlag? Moment. Herr Rossbauer, ich rufe zurück. Herr Wöller! Der Madonnenschnitzer von Kaltental. Wer nicht riskiert, sich lächerlich zu machen, der wird es nie zu etwas Großem bringen. Und das hätte es werden können, wenn Sie und Ihre Nebelkrähen das Zeichen des Himmels erkannt hätten. Zeichen des Himmels? Sie meinen Lug und Betrug, Beutelschneiderei. Das werfen ausgerechnet Sie mir vor. Sie wollten doch nur Ihr Kloster wiederhaben. Und wie ich Sie kenne, zum halben Preis, weil die ganzen Pilger den Wald zertrampelt haben. Ich das Kloster wiederhaben? Ja. Wo wir es mietfrei nutzen können. Für wie dumm halten Sie mich? Na, dann pfeifen Sie mal Ihre Nonne Hanna zurück. Die versucht den Dödeln das Kloster wieder abzuschwatzen. Was? Schwester Hanna. Also, zum x-ten Mal, Herr Brodbeck, ich stehe für keine Interviews zur Verfügung. Und wenn ich aus Ihrem Munde noch einmal das Wort Madonna höre, dann darf es sich nur um die Popsängerin handeln. Was ist denn das? Was macht denn der Wagen von der Frau Unasch hier? Das weiß ich auch nicht. Der stand heute früh schon da, als ich kam.
Ich habe versucht, die Frau Onasch anzurufen, aber da geht keiner ans Telefon. Sag mal, ich glaube, ich spinne. Autopapiere. Sehr geehrter Herr Wöller, da ich mich beim Kauf des Wagens finanziell übernommen habe, möchte ich Sie bitten, den Kauf rückgängig zu machen. Wo gibt's denn sowas? Bringen Sie den Wagen zurück zur Frau Onasch. Wo kommen wir denn dahin, wenn das jeder machen würde? Tut mir leid, aber Schwester Hanna ist nicht mehr in der Sitzung. Was? Aber es gibt eine gute Neuigkeit. Die Herren scheinen sich dazu durchgerungen zu haben, auf ihren Vorschlag einzugehen und ihnen das Kloster wieder zu verkaufen. An uns? Ja. Das darf doch alles gar nicht wahr sein. Ja, aber... Hallo, Ben. War der Herr Pröttl bei Ihnen? Ja. Ist deine Mutter nicht da? Doch, aber sie hat sich eingeschlossen, seitdem der Herr Pröttl da war. Deswegen bin ich auch nicht in die Schule. Darf ich reinkommen? Ja. Ach du meine Güte. Hat sie das alles gekauft? Ja, und das ist noch längst nicht alles. Im Arbeitszimmer von Papa steht noch viel mehr. Und in ihrem Schlafzimmer und in der Küche. Wo ist denn ihr Zimmer? Da hinten. Jetzt hat sie sich noch einen Wagen gekauft, auf Raten, wo sie sowieso kein Geld mehr hat. Frau Onasch, hier ist Schwester Hanna. Bitte machen Sie auf. Also hör zu, du gehst jetzt in die Schule. Wenn du willst, schreibe ich dir eine Entschuldigung. Und was soll da drin stehen? Dass der Gerichtsvollzieher da war und meine Mutter durchgeknallt ist? Ben, deine Mutter macht es nicht, um dich zu ärgern. Sie ist krank. Aber so eine Krankheit ist heilbar. Und wir beide werden versuchen, ihr dabei zu helfen. Gemeinsam, ja? Mhm. Also, jetzt geh. Und wenn dein Lehrer Probleme macht, dann sag ihm, er soll mich anrufen. Und heute Abend kommst du aber, ja? Wohin? Zu den Proben für die Wohltätigkeitsgala. Ja, wenn der Gerichtsvollzieher mein Fahrrad noch nicht mitgenommen hat. Frau Onasch, bitte, machen Sie auf. Wenigstens Ihrem Sohn zuliebe. Ja, wie? Warum bringen Sie den Wagen wieder? Meine Mutter hat ihn doch zurückgebracht. Das kann ich leider auch nicht ändern. Wir wollen ihn aber nicht und meine Mutter kann sie nicht leisten. Das hätte sie sich vorher überlegen müssen, Junge. Na toll. Frau Onasch, ich gehe hier nicht weg, bevor ich mit Ihnen gesprochen habe. Denken Sie doch auch an Ihren Jungen. Sie können ihn doch in diesem Chaos nicht alleine lassen, das Sie angerichtet haben. Also bitte. 1, 2, 3, 5 Kaffeemaschinen. Ja, ich. Und wer sind Sie? Brodbeck vom Autohaus Weller. Ich soll das hier abgeben. Der Wagen steht unten. Ja, Moment. Die Frau Onasch braucht den Wagen nicht. Ich tue nur das, was mein Chef mir aufgetragen hat. Also bitte, Schwester. Ist der Herr Weller im Rathaus? Nein, er ist in der Firma. Zumindest war er vor einer Viertelstunde noch da. Danke, Schwester. Auf Wiedersehen. Hund! Oh, ich war mit dir.
zu wiederholen. Zum letzten Mal schaffen Sie diesen Cerberus weg. Die Mutter Oberin. Und eine Stimmung hat die wieder. Ich mache mich lieber unsichtbar. Schwester Hannah hier? Nein, ich dachte, sie sei mit Ihnen unterwegs. Ja, habe ich auch gedacht. Ich muss zurück nach München. Richten Sie Schwester Hannah aus, dass ich sie umgehend dort erwarte. Und mit umgehend meine ich nicht morgen oder übermorgen, sondern heute noch. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja. Gut. Ach ja, richtig. Nächste Woche ist es soweit. Ja. Ja. Ich muss nur noch den Saum kürzen. Das Kleid war ja für Julia Seewald bestimmt, aber die war ja viel größer gewesen. Ja, war eine ziemliche Pleite damals. Ich meine, eine große Enttäuschung. Ich hoffe, Sie sind sich Ihrer Sache sicherer. Ganz sicher. Gottes Segen, mein Kind. Danke. Aber die Geräte sind alle noch original verpackt. Ja, ja, die Belege haben wir auch. Jetzt geben Sie sich doch einen Ruck und nehmen Sie die Sachen wieder zurück. Ihnen entsteht dadurch noch kein Schaden. Ja, natürlich. Reden Sie mit Ihrem Chef. Darf ich Sie dann morgen wieder zurückrufen? Auf Wiedersehen, Herr Bäumler. Frau Unasch. Ich bin am Ende. Seit mein Mann nicht mehr lebt, es ist wie ein Fluch. Sie brauchen Hilfe, Frau Unasch. Niemand sollte alleine durch so eine schlimme Zeit gehen müssen. Nur sich verkriechen und den Kopf in den Sand stecken, das bringt gar nichts. Sie müssen sich mit sich und ihrer Situation auseinandersetzen. Ich schaffe das nicht. Wissen Sie was? Am Wochenende fängt bei uns ein Seminar der inneren Einkehr an. Kommen Sie einfach zu uns, damit Sie wieder auf andere Gedanken kommen. Ich denke, das ist ein guter erster Schritt, dass Sie wieder zu sich selbst finden. Und was die Sachen hier angeht, das meiste kriegen wir wieder los. Den Wagen habe ich schon zurückgebracht gestern Abend. Ja, den hat der Herr Wöller gerade wieder vor Ihrer Tür abstellen lassen. Aber keine Sorge, das kriege ich in den Griff. Der Mann steckt bis zum Hals in meiner Schuld. Alles wird gut, Frau Unasch. Denken Sie daran, es geht auch um Ihren Sohn. Er ist so ein lieber Kerl und sein Vater fehlt ihm doch auch. Und umso mehr braucht er jetzt Sie. Ben redet nicht mehr mit mir. Wenn er merkt, dass Sie Ihr Leben in den Griff bekommen, dann wird er auch wieder mit Ihnen reden. Grüß dich, Resi. Grüß dich, Erika. Machst du mit den Weißbier und bringst mir die Karte. Was guckt ihr so blöde? Was ist denn hier los? Sauerbraten ist aus. Ja, das ist typisch. Dann verzichte ich. Hey, sag mal, wieso gucken die eigentlich alle so, als hätte ich den Hosenstall offen? Na ja. Was heißt denn na ja? Der Wachtmeister Meier war vorhin da. Zum Mittagessen. Ja und? Jetzt lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Stimmt das, dass du bei der Frau Dr. Wohlschlegel auf der Couch liegst? Ich? Blödsinn. Ich war nur bei der Frau Dr. Wohlschlegel, weil ich ihr ein Angebot für ihr Dach vorbeigebracht habe. Ach so.
Na, dann hat sie wohl abgelehnt. Was soll das heißen? Was hat der Meier sonst noch gesagt? Ja, Mann. Ich muss es wissen. Na ja, als du rausgekommen bist aus der Praxis, da hättest du geheult. Aber wie gesagt, der Meier erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Weller. Jetzt ist der Wagen ja schon wieder da. Ja, Herr Brodbeck, ist der Herr Weller da drin? Ja, liegt in seinem Büro. Danke. Jetzt kapier doch, Wolfgang, das ist deine einzige Chance, deine Haut zu retten. Schwester, sagen Sie es ihm. Vielleicht hört dieser sture Bock auf Sie. Die Dame hat überhaupt keine Berechtigung, mit euch oder irgendjemand über das Kloster zu fahren. Oder haben Sie ihren Alleingang von der Mutter Oberin absegeln lassen? Nee, nicht direkt. Nicht direkt, also indirekt. Schwester. Da hast du's. Aber ich bin sicher, dass sie einverstanden ist, wenn ihre Preisvorstellungen im Rahmen bleiben. Sie wird euch über den Tisch ziehen, wie gehabt, aber ohne mich. Tut mir leid, ich bin beschäftigt. Nee, Schwester. Doch, Herr Böller. Und Sie wissen auch, warum. Sagen Sie, ist Ihnen nicht klar, dass ich politisch, persönlich und gesundheitlich am Abgrund stehe? Und jetzt wollen Sie auch noch meine Firma ruinieren. Politisch habe ich Ihnen bereits den Rettungsring zugeworfen, den Sie nur ergreifen brauchen und ans Ufer schwimmen müssen. Persönlich würde ich Ihnen raten, eines unserer Seminare zu besuchen, um in Stille und Einkehr über sich und das Leben, das Sie führen, nachzudenken. Und gesundheitlich, wenn Sie die Pillen meinen, die Sie der Frau Dr. Wohlschlegel entwendet haben. Ja, und warum wohl? Wegen Ihnen. Wegen mir? Aber vergessen Sie es. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Gerne. Wenn Sie den Wagen von der Frau Onasch zurücknehmen. Verdammte alte Drahtstange! Ich hab dich angeschrien, mich zu sagen! Mach doch so! Ich bring dich um! Ich bring... Herr Huber! Ich bring... Herr Huber! Herr Huber, hören Sie auf! Ich bring... Herr Huber! Herr Huber! Den Notarzt. Haben Sie den Huber umgebracht? Ja, was hätte ich denn machen sollen? Der war drauf und dran, Herrn Wöller umzubringen. Jetzt holen Sie den Notarzt. Er hat schon so viel auf seinen Dickschädel gekriegt. Der steckt es locker weg. Aber... Was haben Sie dem Mann angetan, dass der Sie umbringen wollte? Keine Ahnung. Aber anscheinend bin ich ja der König hier im Tal der Ahnungslosen. Und jetzt, Schwester, tun Sie mir einen Gefallen. Verschwinden Sie aus meinem Leben. Und was ist mit dem Wagen von der Frau Onasch? Den werde ich höchstpersönlich mit 200 an den nächsten Baum fahren, wenn Sie nicht verschwinden. Na dann, gute Reise. Für wen? Holen Sie lieber einen Besucherkognak für den Herrn hier. Und dann fahren Sie diesen verdammten Wagen zu der Wahnsinnigen. Du kannst wieder auferstehen von den Toten. Sie ist weg. Wie viele Finger siehst du? Hä? Und jetzt? Einen? Danke. Und jetzt erzählst du, wieso du hier Amok läufst. Hallo, Schwester Anna. Sind Sie auf dem Weg ins Kloster? Ja. Kommen Sie, ich nehme Sie mit. Oh, das ist aber lieb von Ihnen, danke. Gerne. Und richten Sie Herrn Böller aus. Der Wagen steht morgen wieder in seiner Firma. Das sagen Sie ihm lieber selber, Schwester. Ich bin nicht lebensmüde. Du sollst umgehend nach München kommen. Und Frau Hohschlegel und Herr Pröttl haben auch angerufen. Ich finde,
wir sollten jetzt alle in die Kapelle gehen und die Welt Welt sein lassen, damit wir alle zur Besinnung kommen, wenigstens für eine halbe Stunde, ja? Gerne. Kommst du mit? Ich bleib bei Hund. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber bei all dem Trubel vergesse ich oft, dass das hier eigentlich unser Zuhause ist. Das Haus Gottes. Und dass das Haus Gottes überall ist. Trotzdem, es wäre fast zu schön, um wahr zu sein, wenn dieses Zuhause auch wieder unser Zuhause sein könnte. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir das Kloster zurückbekommen können. Allerdings nur, wenn auch die Mutter mitspielt. Also, schließen wir diese Bitte in unser Gebet ein. Ach so, da wäre noch die Frau Onasch. Ihr Mann ist gestorben und sie braucht viel Kraft. Wir wollen auch sie in unser Gebet einschließen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ja, noch mal versuchen. Aber Sie wissen ja, Schwester Hanna hat ihr Handy normalerweise nicht an oder nicht dabei. Grüß Gott, Exzellenz. Soll das heißen, Schwester Hanna ist nicht hier? Aber sie hat mich doch herbestellt. Ich würde Ihnen dringend empfehlen, sich aus der Schusslinie zurückzuziehen. Feigheit vor dem Feind? Nein! Die Mutter hat heute ein paar traumatische Erlebnisse gehabt. Ach ja? Erstens Flensburg. Sie hat mir über 2 Dutzend Strafzettel verheimlicht und heute bekam sie die Quittung dafür. Das hätte sie ja eventuell noch verkraftet. Nur dann hat Schwester Hanna sie wohl, was das Kloster angeht, vor vollendete Tatsachen gestellt. Ja, Schwester Hanna meint, der Orden könne das Kloster wieder zurückkaufen. Ja, und das ist, wie wenn man der Mutter Zahnschmerzen und Migräne schmackhaft machen möchte. Aber jetzt kommt's. Was? Noch schlimmer? Der Hund. Der Hund? Die Nonnen haben einen Hund von der Straße aufgelesen und dieser Hund hat beschlossen, ausgerechnet die Mutter Oberin nicht leiden zu können. Ja, wenn ich ein Hund wäre, ging es mir ähnlich. Also Exzellenz. Naja, also wie auch immer, ein Hund kann doch unmöglich der Grund sein, dass Frau Reuter... Exzellenz, entschuldigen Sie bitte, aber sagen, ich habe nicht mit dem Berufsverkehr gerechnet. Ach, Gott sei Dank bist du jetzt da. Im Kloster suchen sie dich auch. Ich soll dir ausrichten, da hat einer den Wagen von Frau Onasch geklaut. Nein, auch das noch. Aber gut, das muss warten. Danke, dass Sie gekommen sind, Exzellenz. Wie darf ich das verstehen? Haben Sie den Gemeinderat dazu gebracht, das Kloster wieder an uns zu verkaufen? Ich denke schon. Und wie wollen Sie das gegen den Willen von Frau Reuter durchsetzen? Na, ich kann das nicht. Na, wer dann? Na, Sie. Ich? Mhm. Und wie soll ich das machen? Ich habe da vollstes Vertrauen in Sie, Exzellenz. Schwester Hanna ist jetzt eingetroffen. Danke. Herr Rossbauer, wie soll ich das verstehen? Ist das eine Verschwörung? Da ich alleine keine Chance habe, dachte ich, vielleicht können seine Exzellenz eher bei Ihnen Gehör finden. Ich weiß nicht, wie Schwester Hanna zu dieser Einschätzung unserer Beziehung kommt, aber ich kann es ja dennoch versuchen. Frau Reuter, wenn Sie ehrlich sind, haben Sie den Verkauf des Klosters längst bereut. Was? Und der Gedanke, von Herrn Wöller als dessen Untermieter abhängig zu sein, passt Ihnen gar nicht. Und bitte streiten Sie das jetzt nicht ab. Ich kenne Sie zu gut.
Wenn Schwester Hanna nicht eigenmächtig die Initiative ergriffen hätte, wären wir Herrn Wöller losgeworden, ein für alle Mal. Um uns dann mit einem womöglich noch schlimmeren Kandidaten herumschlagen zu müssen. Jetzt lassen Sie doch die Katze aus dem Sack, Schwester. Oder soll ich... Was ist los? Die Gemeinde ist bereit, uns das Kloster für 2 Millionen Euro zu überlassen. Mit anderen Worten, Sie haben wieder mal 1 Million Gewinn gemacht mit dieser Immobilie. Aha. Und was ist mit der Million vom Land, auf der die Gemeinde sitzen bleibt? Nun ja, das ist ein langfristiger Kredit und schlägt vorerst nicht zu Buche. Bitte, Mutter. Kloster Kaltental hat so viel ungenutztes Potenzial. Jedenfalls sehe ich das so. Und wir könnten ein Zeichen setzen, dass der Ausverkauf der Kirche wenigstens in Kaltental nicht stattfindet. Wenn Sie mir das schriftlich bringen, von Herrn Wöller unterschrieben, werde ich drüber nachdenken. Was mit euch? Bring uns lieber 2 Weißbier. So, Hermann, komm. Setz dich mal schön hier hin. 2, 3 Weißbier und dann bist du wieder auf dem Damm. So. Jetzt schau doch nicht hin. Was kümmert es dich, was die Leute denken? Zum Seelenklempner zu gehen, ist heute das Normalste der Welt. Ja, für dich vielleicht. Aha. Und darf ich fragen, weshalb du dich therapieren lässt? Nein. Das geht her, Mann. Ich dachte, wir sind Freunde. Ja, Freunde. Freunde wie dich kann ich mir gar nicht leisten. Das sind mir Feinde lieber, außerdem sind sie billiger. Wie darf ich denn das verstehen? Das weißt du ganz genau. Die Wallfahrtskapelle, Pilgerheimstätte, Zufahrtsstraßen, Parkplätze, alles im Eimer. Hermann, du lenkst ab. Was ist los mit dir? Ich sag dir doch auch alles. Okay. Wenn ich wüsste, kannst du ja Bier alleine saufen. Als ich da einsaß wegen dieser Steuergeschichte. Ja. Ja, da macht man sich so seine Gedanken nachts in seiner Zelle. Weißt du, wofür das alles gut sein soll? Ich meine, diese ewige Malocherei, diese Intrigen, dieses allen Leuten Puderzucker in den Arsch schießen. Wolfi, wofür? Ich meine, es muss doch noch mehr geben, außer einem Bungalow, Geld, einem beheizten Swimmingpool und einem Heimkino, oder? Mehr? Was denn zum Beispiel? Eine Yacht in Monte Carlo? Ach, du weißt genau, wovon ich rede. Innere Werte, verstehst du? Guck uns beide doch mal an. Wir sind 2 alte Säcke, wir hängen hier rum und haben nur noch Geld im Kopf und Lokalpolitik. Ist ja schlimmer, als ich dachte. Aber wird schon wieder... Wöller, Katastrophe. Na und? Ich hab Feierabend. Der Wagen von der Frau Onasch ist geklaut worden. Ist doch nicht mein Problem. Schon, weil ich die Schlüssel und Papiere im Wagen gelassen habe. Ich dachte, sonst bringt sie den Wagen sowieso gleich wieder zurück. Aber ich habe mit ihr telefoniert und dann... Jedenfalls ist der Wagen verschwunden. Das wird schon wieder... Im Ernst, Herr, du musst es schaffen, dass der Herr Wöller das Angebot unterschreibt. Und wo wir schon dabei sind,
Dass jetzt auch noch der Wagen von der armen Frau Onasch geklaut wurde, das kann nicht in deinem Sinne sein, oder? Ben! Komm, steig ein, ich nehme dich mit. Na komm! Warst du nicht in der Schule? Doch. Und warum läufst du deinen Mutterseelen allein auf der Straße rum? Ach, ich liebe alleine. Ben! Ben! Jetzt warte mal. Ich habe mit deiner Mutter geredet. Jetzt wird alles gut. Ach was, das Auto hat sie aber auch nicht zurückgebracht. Doch, das habe ich zurückgebracht. Das heißt, der Herr Brodbeck hatte... Sag mal, hast du den Wagen verschwinden lassen? Ben, ich muss das wissen. Du machst alles noch viel schlimmer. Ben, bitte. Nur eins verstehe ich nicht. Warum war der Wagen nicht abgeschlossen? Ja, weil die Frau Onasch dieses Fahrzeug nicht entgegennehmen wollte. Ja. Also, tun Sie Ihre Pflicht und fahnden Sie nach dem Dieb. Wird gemacht. Für Sie? Das heißt, lange brauchen Sie da gar nicht zu suchen. Fragen Sie einfach Schwester Hanna. Moment, wieso Schwester Hanna? Weil die mit der Frau Onasch unter einer Decke steckt. Deshalb. Ben, bitte, das bringt doch nichts. Ben! Komm, jetzt sag mir, wo der Wagen ist. Entschuldigen Sie, er ist nicht von der Schule nach Hause gekommen und ich dachte, er wäre vielleicht bei Ihnen. Ich glaube, da kommt er. Danke. Ben, wo warst du denn? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Frau Onasch, ich glaube, wir haben ein Problem. Ben hat den Wagen verschwinden lassen. Was? Sag mir bitte, dass das nicht wahr ist, Ben. Wenn der Wagen weg ist, muss sie noch nicht bezahlen. Dann muss deine Mutter ihn erst recht bezahlen. Und wenn der Herr Wöller die Polizei einschaltet und die mitkriegt, dass du das warst, dann... Warum bin ich nicht überrascht, Sie hier zu treffen? Sagen Sie bloß, Herr Wöller hat recht und Sie haben mal wieder einen Wagen geklaut. Schwester Anna. Junge, da hast du aber Schwein gehabt, dass der Wagen noch da ist. Also, Herr Meier, ich würde sagen, Sie lassen den Wagen zum Autohaus Wöller abschleppen und sagen, Sie haben ihn irgendwo gefunden. Und ich komme in Teufels Küche, wenn das rauskommt. Wöller war stinksauer und so, wie der im Augenblick drauf ist. Den Wöller lassen Sie mal meine Sorge sein. Und außerdem ist es doch niemandem geholfen, wenn Sie hier aus einer Mücke einen Elefanten machen. Mücke ist gut. Stell dir vor, du hättest einen Unfall gebaut. Hat er aber nicht. Also los, jetzt bedank dich bei Herrn Meier. Danke. 5, 6, 7 und 8 und 1. Alles in Ordnung, Frau Onasch. Wachtmeister Meier bringt den Wagen zurück und Ben hat, glaube ich, begriffen, dass Sie es ernst meinen. Zusammen schaffen wir das, oder? Ach, Ben. Oh nein, der Herr Wöller. Warten Sie hier, ich mach das schon.
Herr Wöller, freut mich zu sehen, dass Sie scheinbar keinen Schaden genommen haben. Wo ist der Wagen? Wie? Jetzt tun Sie doch nicht so unschuldig. Das ist doch genau nach Ihrem Stil. Ich darf Sie daran erinnern. Den Lastwagen von Herrn Labern haben Sie auch geklaut, um den Willi in die Knie zu zwingen, aber nicht mit mir. Also, wo ist der Wagen? Herr Wöller, wie reden Sie mit einer Frau, die Ihnen praktisch das Leben gerettet hat? Unsinn. 28.000. Da ist für mich jeder gute Ton zu Ende. Übrigens, wie Sie sich heute auf der Gemeinderatssitzung wieder einmal benommen haben. Aber wieso? Ausnahmsweise waren Sie alle mal einig. Wenn Sie glauben, dass Sie mir das Kloster für ein Apfel und für ein Ei abluchsen können, sind Sie auf dem Holzweg. Also, wo ist der Wagen? Na schön, ich sag's Ihnen. Und? Unter einer Bedingung. Sie nehmen ihn zurück. Oh, Schwester. Mein Gott, Herr Wöller, wegen der paar tausend Euro eine Familie ins Unglück stürzen, wie können Sie da morgens noch in den Spiegel schauen? Wegen der paar tausend Euro schaue ich ein paar Tage eben nicht in den Spiegel, sondern rasiere mich im Dunkeln. Also, Moment. Okay. Ich trete vom Vertrag zurück. Wo ist der Wagen? In Ihrer Firma, auf dem Hof. Herr Meier hat ihn gefunden, also sind Sie noch mal glimpflich davongekommen. Ach ja? Nur die Abschleppkosten werden Sie wahrscheinlich übernehmen müssen. Sie... Ja, ich...